So, 3:0 hier in Lörrach-Brombach. Bei mir ist der Trainer Mustafa Ünal. Ja, erste Halbzeit durchwachsen, zweite Halbzeit richtig gut. Haben Sie das Spiel gesehen oder liege ich falsch? Ja, ich fand's über das ganze Spiel hinweg nicht das, was wir uns vorgestellt haben, muss ich sagen. Das Ergebnis war jetzt in Ordnung am Schluss, aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, vor allem auch in der ersten Halbzeit, ja klar, das stimmt, war nicht so in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. War nicht unser bestes Spiel heute. Nichtsdestotrotz, ja, hat die Mannschaft 3:0 gewonnen. Da sind wir im Ergebnis absolut zufrieden. Genau, also ich habe jetzt mal nachgeguckt, seit dem Spiel in Villingen sind 40 Tage vergangen. 11 Spiele, 9 gewonnen, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Ich würde sagen, es gibt schlechtere Statistiken, schlechtere Bilanzen. Wie haben Sie denn jetzt die letzten 40 Tage gesehen? Auch mit dem heutigen Spiel, das ist doch schon eine Entwicklung nach vorne auf jeden Fall, oder? Ja, also ich habe definitiv diese Entwicklung sieht man auch. Das haben die Jungs schon ja, von Woche zu Woche wirklich, oder von im Dreitagesrhythmus haben wir ja gespielt, haben sie wirklich gut gemacht, Spiel, ja. Von Spiel zu Spiel. Wobei ich sagen muss, wie gesagt, heute war es jetzt wieder nicht unbedingt ein Schritt nach vorne. Ja, das hat uns wieder gezeigt, das Spiel, dass wir immer einen Anschlag gehen müssen, egal gegen wen. Aber wenn wir das tun, ja, dann sind wir natürlich auch in der Lage, bessere Spiele abzuliefern. Jetzt ist in der Mannschaft ja viele junge Spiele, viele alte Spiele. Wo sind die Stärken und die Schwächen? Wie kann man das denn sehen? Was lernen die Jungen von den Alten? Was lernen die Alten von den Jungen? Wo ist dieser Ausgleich, den man braucht, um erfolgreich zu spielen? Ja, ich denke, man muss aufeinander zugehen und das darf auch nicht zu viel Thema sein. Das Jung-Alt, muss ich ehrlich sagen, das ist gerade bei uns so das ganz große Thema. Ich glaube, da geht es nicht um Jung-Alt, da geht es einfach um Qualität, da geht es um die Geschlossenheit als Mannschaft. Und ja, ich halte da wenig davon, jetzt immer wieder die Jungen auch zu hoch zu pushen, vor allem nicht so schnell. Ja, also ich denke, da gehören auch die Alten dazu, weil die tragen auch dazu bei, dass die Jungs überhaupt so spielen können, die jungen Spieler. Also daher finde ich, ja, steht immer die Mannschaft im Vordergrund und nicht die jungen Spieler oder die Alten. Und zum heutigen Spiel, da kam jetzt Markus Oponoster rein. Ich finde, dann war schon noch mehr Struktur da lief es dann richtig gut. Lag es jetzt nur an ihm, dass dann die zweite Halbzeit wesentlich besser lief? Oder woran lag es dann, dass es einfach flüssiger dann die Kombinationen dann doch Richtung Tor von Lörrach-Brombach gegangen sind? Ja, wir waren in der ersten Halbzeit, war das alles zu, ja, da war keine Spielfreude, da war kein Spielwitz, da war alles nach Schema irgendwo, ja. Und darum hat es auch nicht geklappt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann gesagt, okay, diese Räume können wir bespielen. Vor allem auch mit dem Obi dann, als wir ihn gebracht haben. Und wir haben auch einen Obi dann getroffen in den Räumen. Und dadurch sind dann auch die Tore entstanden, ja, muss ich sagen. Das haben sie dann gut gemacht, ja, in der Phase. Aber wie gesagt, insgesamt ja, geht da schon mehr. Aber jetzt meckern wir auf hohem Niveau. Wir haben 13 ja. gewonnen, wieder 3 ja. Punkte geholt. Das ist das Allerwichtigste. Um mit den Tabellenletzten zu spielen, ist immer unangenehm. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Ja. Zweite Halbzeit auf jeden Fall. Und haben uns sehr gefreut und dann freuen wir uns aufs nächste Spiel hier, jetzt den nächsten Samstag, dann gegen Nöttingen. Und dann geht es wieder von vorne los, genau. Ja, eben. Also, dann vielen Dank für das Interview, kurz nach dem Spiel. Ich danke. Auf die Blaue. Gerne. So, da bin ich nochmal hier und der Malte Moses da, kurz nach dem Spiel, hat er sich nochmal bereit erklärt, auch nochmal ein paar Sätze zum Spiel zu sagen. Erstmal vielen Dank dafür. 3:0, Lörrach-Brombach. Es ist ja immer ein bisschen unangenehm, am Tabellenletzten zu spielen. Da erwartet man immer hohe Siege, viele Tore. Und die erste Halbzeit war ein bisschen schwierig. Aber wie hast du das Spiel gesehen, dass es dann doch Gott sei Dank zum 3:0 gelangt hat? Ja genau, wir wussten, dass wir Druck bekommen, weil das Linksspiel auch so super geklappt hat. Aber uns war allen klar, dass es heute kein Geschenk wird, dass wir uns hier alles erarbeiten müssen. Erste Halbzeit haben wir ein bisschen verpennt und haben dann auch einen kleinen Einlauf in der Kabine bekommen. Aber ich denke, wir sind super rausgekommen. Wir haben alle dran geglaubt, dass wir da auf jeden Fall unsere Kiste machen und dann kriegen wir das schon hin. Und so kam es ja dann am Ende auch. Genau, die Tore von der Seite, hast du die gesehen, Oponosterau und dann Reisig und dann hat es dritte gemacht, Campagna. Weitschüsse bei den Kick ist ja gar nicht so häufig, dass man da aus der zweiten Reihe so solche Dinge rauslässt. War schon stark. Es war auf jeden Fall wichtig, dass Obi auch reinkam, weil vor allem im Zentrum hatten wir nicht so die Spielfreude und sowas. Und da hat Obi das super gemacht, bietet sich da an. Weiß jetzt nicht, ob die Schüsse beide so unhaltbar waren und super waren, aber am Ende drin und freut mich für die Jungs, haben sich's verdient. Genau, jetzt sind es, wie gesagt, ihr müsst dafür hinhalten, das sind, habe ich vorher gesagt, 11 Spiele gewesen, 9 gewonnen, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Das beflügelt einen doch schon, wenn man im Prinzip von Sieg zu Sieg geht. Dann nehmt ihr auch immer Selbstbewusstsein mit für die nächsten Aufgaben dann, oder? Ja, genau. Wir sehen, die Abläufe klappen, im Team stimmt alles, wir arbeiten füreinander, wir rennen füreinander. Wenn man da auch immer sieht, was Dickelhuber da vorne sich einen abläuft für die anderen, das ist schon ein ganz anderes Spiel, was wir im Moment haben. Und wenn wir so weitermachen, dann bin ich da guter Dinge.
Okay, super. Du bist ja auch ein Dauerläufer sozusagen, rennst ja auch rauf und runter. Gab es eine Statistik, wo du gesagt hast, ich bin so und so viele Kilometer im Spiel gelaufen? Gibt es da irgendwelche Werte? Kann man das machen? Nee. Weil man sieht immer nur Malte Moos rennt rauf, runter, wie, sag ich mal, wie nicht gescheit so auf dem Niveau. Ja, wir hatten am Anfang der Saison hatten wir immer einen Tracker hinten drin, wo man gucken konnte, wie viele Kilometer wir laufen. Aber am Ende ist es ja scheißegal, wie viel man läuft und sowas. Genau. Halt so von der Darstellung, wegen die Menschenskinder, der erste wieder unterwegs, Wahnsinn. Also vielen Dank. Genau. Ich fand trotzdem tolles Spiel heute wieder von dir. Und Samstag dann gegen Nöttingen kann es gerade so weitergehen. Genau. Machen also vielen Dank, dass du noch kurz nach dem Spiel da warst. Gerne. Alles Gute und nochmal herzlichen Glückwunsch zum 13-0. Danke, vielen Dank. Wunderbar, denn dann auf die Blaue. Auf die Blaue.